Nach schwerer Krankheit ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. Im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit bürgerlichem Namen hieß er Josef Ratzinger und wurde am 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren. Im Oktober 2006 hatte Benedikt Gregor Maria Hanke zum Bischof von Eichstätt ernannt. Der Bischof hat den Papst in seiner Amtszeit mehrfach in Rom besucht. Für ihn ist der Tod des ehemaligen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche ein großer Verlust. Der Tod unseres geschätzten Papa Emerito Benedikt bewegt mich zutiefst. Ich weiß mich ihm sehr verbunden. Ich durfte ihm noch begegnen, als ich beim Ad Limina-Besuch in Rom war. Und mir schien es damals schon, wenn ich so auf seine Konstitution geblickt habe, ein Abschiedsbesuch zu sein. Ich bin innerlich sehr angerührt, sehr bewegt, denn es geht auch in gewisser Weise eine Ära zu Ende. Papst Benedikt war der letzte Zeuge und große theologische Akteur des Zweiten Vatikanums. Ich denke, diese Begebenheit, diese Zuarbeit und Mitarbeit beim Zweiten Vatikanum hat ihn sehr geprägt, auch als Professor, Erzbischof, Kardinal und später auch in seinem Petrusdienst als Papst. Benedikt XVI. Wurde im April 2005 zum Papst gewählt. Eine besondere Beziehung zum Bistum Eichstätt hatte er über die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dort war er Ehrendoktor. Ihre Gründung 1980 fiel in seine Zeit als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz und Erzbischof der Diözese München-Freising. Auch sonst gab es Begegnungen. Bei der Ministrantenwahlfahrt 2010 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Eichstätt den Papst bei der Generalaudienz live auf dem Petersplatz erleben. Im Jahr darauf besuchten 500 Pilgerinnen und Pilger aus Eichstätt Papst Benedikt bei seinem Deutschlandbesuch im Berliner Olympiastadion. Für Bischof Hanke schöne Erinnerungen. Er hat regen Anteil genommen am Bistum Eichstätt. Er hat, ich denke, dieses kleine Bistum im Blick gehabt und er hat es auch geliebt, geschätzt. Das konnte ich immer wieder spüren bei unseren Begegnungen. Er fragte nach Personen, die er hier kennt. Er hat sich ganz lebendig erkundigt nach Alltagsbegebenheiten und hat doch regen Anteil an unserem Bistum genommen. Und das hat mich immer wieder berührt, so diese Liebe zum Detail, die ich bei ihm gespürt habe. Und darüber hinaus waren die Begegnungen auch sehr angenehm. Er konnte witzig sein, witzig, spritzig, konnte pointiert kommentieren. Er hatte wirklich ein scharfes Urteil. Und das hat mich immer wieder amüsiert und auch auferbaut. Ich denke auch, dass gerade die Katholische Universität für ihn hier in Eichstätt ein Thema war. Er hat lebendig Anteil genommen am Werdegang. Der Uni hat sich auch immer wieder erkundigt bei mir. Und ich denke, diese Verbundenheit mit Eichstätt, die konnte ich wirklich sehr, sehr spüren. Die Gläubigen im Bistum Eichstätt sollen mit ihrer Trauer Anteil nehmen können. Zunächst einmal ist das Gebet für den verstorbenen Papa Emerito sehr, sehr wichtig. Ich lade alle ein, für ihn zu beten und dem Herrn zu danken, dass er ihn uns geschenkt hat, diesen großen Geist, diesen großen Theologen, der sicherlich in der Kirchengeschichte eingereiht werden wird, in die großen Autoren des geistlichen Lebens und der Theologie. Dann werden wir natürlich ein zentrales Requiem hier in Eichstätt feiern und in vielen Vereinen, wie ich schon höre, ist auch ein Gedenkgottesdienst geplant. Das ist sehr zu unterstützen. Wir haben ein Kondolenzbuch aufgelegt, dem Menschen ihre Trauer zum Ausdruck bringen können, aber auch die Gebetsverbundenheit mit dem Verstorbenen. Das Glockengeläut erinnert an den Heimgang und an unsere Trauer. Auch die Trauerbeflaggung, die angeordnet ist, sind viele kleine Zeichen, mit denen wir zum Ausdruck bringen, dass wir traurig sind, aber dass wir auch erfüllt sind von Hoffnung. Er hat für die Hoffnung gelebt, für die Hoffnung gearbeitet, die Christus darstellt.
Und in dieser Hoffnung wollen wir weitergehen. Im Februar 2013 erklärte Papst Benedikt überraschend seinen Rücktritt. Seitdem lebte er zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. Im März 2013 wurde Papst Franziskus als sein Nachfolger gewählt. Im Bistum Eichstätt wird Benedikt XVI. Auch musikalisch in Erinnerung bleiben. Der ehemalige Domkapellmeister Christian Heiß hat seinen Primizspruch Non quia domi marmor als Geschenk beim Besuch der Deutschen Bischofskonferenz 2011 vertont.